Das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Und damit BÄM, Leute! Und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blind. Jetzt haben wir endlich ein neues Intro bekommen. Das ist schön hier. Genau. Ich kann euch gar nicht mehr erzählen, denn mehr weiß ich sowieso nicht. ja, wir sind hier in diesem wunderschönen Gasthaus von Rittersporn, wo er schon wieder nicht zurückgekommen ist. Und wir müssen mal wieder nach Rittersporn suchen. Das ist unsere Lebensaufgabe scheinbar. Na, Schnucki? Ja, und euch geht's auch wieder gut, ne? Tut mir leid wegen letztens hier. Da habe ich meine Gase entweichen lassen. Das tut mir sehr leid, aber alles muss irgendwann raus. Das verstehen Sie sicher. Okay, es stinkt schon wieder. Ich weiß. Ich gehe. Ist okay. Ich komme damit klar. Okay. Finden wir Rittersporn, der ist netter zu uns. Wo geht's denn hier raus, sag mal? Wo ist denn hier die Tür? Ist das hier die Tür? Das sieht nach einer Tür aus. Entschuldigung. Ja, entschuldige bitte. Ich weiß, dass es stinkt. Ich gehe ja schon. Mann. Na guck, der geht auch schon raus. Der hat auch genug von der Luft da drin. Okay. Und ja, Leute, ich habe dran gedacht. Ich habe Speicherplatz freigemacht. Vor der Aufnahme. Puh. Das ist schon krass für meine Verhältnisse. Okay. Wir folgen einfach mal dem Pütchen. Die werden schon wissen, wo sich Rittersporn aufhält. Die Grippe holst du dir vom Regen, genau. Alles klar. Dann geh doch einfach rein, Mensch. Hier ist er, scheinbar. Tatsächlich. Alles klar bei dir? Kumpel? Ich glaube, er macht nicht auf. Die kümmert das da drin nicht. Ich glaube, die sind da chillig am Schwätzchen halten. Soll ich dir helfen? Du weißt doch, dass ich Tänzerin bin. Polly, alles in Ordnung? Mach auf! Ja, komm, ich drücke ja schon eh. Ich wollte noch ein bisschen randalieren. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Ja. Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Oder ich mach einfach Feuer. Putz. Hexer-Style. Ah, ja, dann suchen wir den bescheuerten Kackschlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. Ich finde die Idee mit dem Feuer aber besser. Bist du dir sicher? Guck mal, ich sollte hier keine Hexerkräfte einsetzen. Ich glaube, das gefällt den Wachen nicht so gut. Aber wir behalten den Plan im Hinterkopf, Rittersporn, ne? Ja, behalten sie im Hinterkopf. Ich muss auf jeden Fall den Schlüssel suchen. Wir haben hier scheinbar drei mögliche Auswahl. Drei mögliche Auswahl. Was ist die Mehrzahl von Auswahl? Auswahlen? Klingt scheiße. Schlüssel zu Pollys Haus. Ach, first try, Digger. Digger. Hast du das gesehen, Murat? Hast du das gesehen? Wie ich den Schlüssel hier? Guck mal, aus dem Topf Schlüssel. Ich einfach.
Tja, krass, Digga. Okay, gehen wir rein. Aufgeschlossen. Du kannst kommen. Oder versteckst du dich da hinten? Na gut, auch recht. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Hubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ja, ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Kohle. Ansehen. Asche. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das ja, geil. Also lass uns mit dem Arsch wackeln jetzt. Wir sehen Komm. Uns im Rosmarin, Polly. Let's do it. Arschwackel-Action. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Also so hübsch ist jetzt auch nicht. Ich hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, ja, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler, der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Ich glaube, Geralt hat richtig viel Bock. Finde Rautleck, wie auch immer. Ich finde Rautleck besser, um ehrlich zu sein. Der gute Rautleck. Jo, leg mich, du Adam. Sack. Ich mich alle immer als Gammler bezeichnen, Mensch. Gammlich sehe ich doch gar nicht aus. So. Hallöchen, Herr Hexenjäger. Na, was erblicken Sie in der Ferne? Ah, Sie spannen. Alles klar, dieser Frau da. Warte, ist das ein Kerl? Ja gut, eben das seine, ne? Oder? Ja, du stehst drauf. Alles klar. Hätten wir einen Händler. Ich glaube, da wollen wir kurz mal vorbeischauen. Ich glaube, wir haben Zeug zum Verkaufen. Willkommen, willkommen. Ja, Schnauze. Was hast du denn da? So, ich glaube, haben wir letztes Mal nicht verkaufen können, oder? Ach doch, scheinbar schon. Scheinbar haben wir so ziemlich alles verkauft. Das ist gut. Haben wir keinen Scheiß mehr. Wobei, die Schuhe haben wir ja noch. Ja. Machen wir die mal weg. So. Tschüss. Bis dann. Prellenschlange.
Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja, ja. Entschuldigung? Sei gegrüßt. Ja, jetzt wieder nett und freundlich hier. So, wie die hier rumläuft, ist auch faszinierend. Dem scheint's zu gefallen. Mit rausgestreckter Brust hier so richtig übertrieben. Hier sind alle komisch drauf. Das Einzige, was in dieser Scheißstadt kostenlos ist. Was hast du denn so graue Haare, Süße? Verbranntes süßes Brötchen. Ja, geil! Du hast nichts dagegen, dass ich hier deinen Vorrat plündere, ne? Ja, ja, geht in Ordnung. Darf ich rein? Danke. Wer ist er hier? Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Das ist definitiv eine kluge Entscheidung, das zu sagen. Klären. Weißt du was? Kein Bock? Zieh dein Schwert, Geralt. Ja, dann halt nicht. Du wirst es nie lernen. Aua. Oh, ich darf keine Zeichen einsetzen. Ist ja lame. Ich frage mich, ob meine Boni in einhändig auch bei Faustkämpfen was bringen. Aber ich glaube, es sieht nicht so aus. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Da mach mir welche. Rautleck, wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Tja. Geht's? Alles gut? Ein bisschen Kopfschmerzen, das geht doch. Okay. Bei den Wegelboots. Moment mal, Wegelboot. Waren das nicht? Na, werde ich ja gleich sehen. Irgendwo da hinten. War das die mit dem... Mit dem Fecht... Fechtunterricht? Waren das die Schnuckis? Oder wie? So. Schöne Fackel hier übrigens. Sehr stylisch. Ja, ja, mag ich. Möchte ich auch für mein Wohnzimmer. Dann haben es die Nachbarn oben schön warm. So, ja, wie weit muss ich denn da noch laufen, Mensch? Kann ich mir dein Pferd ausleihen hier? Einen schönen Teppich hast du da drüber geklatscht. Wunderbar. Ja, das muss sein. Ich muss hier durch, tut mir leid. Sag mal. Ist denn das hier? Ja, ja, Schicksal, Schicksal. Wo geh ich denn hier lang? Das ist eine Quest für mich. Was? Du schon wieder? Ach, du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ja gut, so ein kleines Kämpfchen mache ich immer mit. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Der schon wieder. Zack, zack, zack. Okay. Schild ist stark. Rovid von wie viel? Von Sümpfle. Wunderschöner Name hast du da. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Naja. So. Ja, komm. Aua. Na gut, wir haben ja das Schutzschild gehabt. Ach,
dieser Schild ist richtig krass. Warte, ich konter mal. Es geht scheinbar nicht bei Schild, oder? Hat das mit dem Schild zu tun? Ich weiß nicht. Ich habe auch die falsche Taste gekriegt, glaube ich. Komm. Na, wunderbar. Geht doch. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Sei doch nicht so aggressiv, Gerard. Er will doch nur ein bisschen kämpfen hier, ein bisschen üben, trainieren, was auch immer. Lass ihn doch. So. Da hinten. Hallo, zwielichtige Person. Sieh an, noch ein Mutant. Noch einer. Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Nö, tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich habe mich dazu entschieden, nicht mehr jede Quest anzunehmen. Auch wenn ich jetzt hier noch einen Questboarder so sehe, ich werde das einfach ignorieren jetzt. Weil wir kommen sonst eh nicht voran. Und um die Sachen offscreen zu machen, habe ich leider auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Wie vorher, da ich hier arbeite. Und daher wird das auch nicht mehr so viel mit den Quests. Sag mal, warum laufe ich hier? Ich sollte auf die Karte gucken. Ja. Hier ist dafür aber ein Wegweiser, das ist gut. Zack. So, gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Na, bitteschön. So. Mit dem Axi-Zeichen kannst du Algole zwingen, ihre Stacheln einzufahren. Ah, okay. Wusste ich noch nicht. Aber ob wir jetzt noch Algole treffen, weiß ich nicht. Ja, bestimmt irgendwann. Aber dann habe ich es wieder vergessen. So, hier ist noch eine Quest. Meine Güte. Man könnte sie für ein gestandenes Liebespaar halten. Welche Synergien sich da entfalten. Rennleiter. Ach so. Pferderennen wahrscheinlich. Nee. Pferderennen machen wir nicht. Darf ich bitte runter? Wer ist es? Bist du das? Nee. Bist du das? Aber du knallst doch nicht, oder? Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Ich glaube, ich ahne, was das hinaus läuft. Yep. Ich muss mitmachen und er muss auf mich setzen. Oder ich zahle ihm 200. Nur 200? Ja, komm. Dann machen wir ihm das Rennen. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Okay, 3, 2, 1 und... Der ist fix unterwegs. Kann ich hier... Kann ich. Ein bisschen abkürzen. So. Wunderbar. Sind wir in Führung. Und ich glaube, sofern ich hier auf dem Weg bleibe, kommt er auch nicht an mir vorbei. Nicht so wirklich. Das ist, ja, keine große Herausforderung. Meiner Meinung nach. Weil er dann einfach nicht an mir vorbeikommt, wenn ich auf der Straße laufe. Oder reite. Ich laufe ja nicht. Ja, ganz chillig hier entlang galoppieren. Das ist doch schön. So, wie lange ist die Strecke noch? Hinten das Ziel? Nee. Das was ich gönn dir mal ein bisschen Ausdauer, oder? Hallo?
Ach, hier ist schon das Ziel. Ja, dann lauf lieber darüber. Nicht Pause machen. Vor der Ziellinie. Ich bin so gut wie tot. Zeit für ein sichereres Klima. Kovir vielleicht? Hä, was? Ich hab doch gewonnen? Hä? Bin ich gerade? Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Warum? Ich hab doch gewonnen? Hä? Lass mich deine Schuld tilgen. Ohne Bedingungen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gern eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Jetzt mal, das muss ich im Schnitt nochmal nachgucken. Ich bin doch eindeutig, war ich hier vor dem anderen Typen. Ich war doch die ganze Zeit vor ihm. Hä? Wieso reden jetzt alle durcheinander? Was zum... Ein Wunder auf hier. Okay. Wo ist der Wegweiser? Links ist der Wegweiser. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und gehen wieder zurück. Kann ich da bitte... Nein. Kann ich natürlich nicht. Nee, nix ist in Ordnung. Da wurde gecheatet. Einfach so. Gehackt wurde da. Mann. So. Dann gehen wir da zurück in die Stadt. In die City. Und holen uns die Plakate ab. Oder lassen sie uns liefern. Wie auch immer. Beinahe alle Tränke, Bombenöl lassen sich verbessern. Das ist geil. Aber ich benutze kaum welche. Ist irgendwie voll unkorall, Tränke und Bomben zu benutzen. Ich diene dem ewigen Feuer. Das ist schön für dich. Ich diene meinem Anus. Da hab ich deine Flöte runtergeworfen, ne? Lang lebe Gerald von Riva. Ja, danke. Guck, die waren nett. Die sagen nicht, dass ich stinke. Es ist ein trauriges, melancholisches Stück. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Ich liebe es. Vor allem diese Ausstaffierungen an der Wand. Die hat Priscilla ausgesucht. Ich muss schon sagen, einen tollen Geschmack hast du. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Du schuldest mir übrigens 300 Tacken. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Ja klar. Warum nicht? So lobe ich mir das. Wie gesagt, 300 Tacken, ne? Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Oh, jetzt kommen sie. Die Feels. Verbissen stinks. Ich will da draufklicken. Das ist doch bestimmt sarkastisch gemeint, oder? Das merkt er doch. Oder ist es total ernst gemeint, wenn ich da draufklicke jetzt? Sie hat gesagt, dass du zugelegt hast und öfter baden solltest. Sehr witzig, Geralt. Du kannst mich mal. Ach, die Auswahl klang... Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben würde. Klang besser. Rittersporn Fett und stinkt. Monogam. Ich war immer monogam. Jedenfalls fast. Habe nur auf die Musen gewechselt.
Priscilla ist eine für deine Sammlung? Nein, sie ist die Krönung. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schaden. Das dauert, weißt du? Stufe 18! Das war. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Was bist du für ein Affe? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Vilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Okay. Hat jemand Priscilla angegriffen? Diese Schweine! Götter. Okay, ich muss nicht dahin laufen, das ist gut. Wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie. Bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Du siehst äußerst steril aus, Alter. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Okay. Also steht die gleich wieder auf, ne? Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, 100-fach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Ja. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Ja, natürlich. Ach so, er will mitkommen, oder wie? Oder... Ja, nur in die Leichenhalle, das ist ja kein Problem. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Natürlich. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Bitte wer? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber war bestimmt eine wichtige Person, die ich wieder vergessen habe. Wie immer. Geh voran. Lass gar nicht so rumkommandieren hier, bitte. Mr. Chefarzt. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei?
Überleg mal, es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Du hast auch eine Waffe? Was hast du denn? Oh, eine Armbrust. Ja, geil. Ja, ich bin doch hier. Ertrunkene. Ja, hi, ihr sweet Boys and Girls. Ja, ich habe ja noch ein Level-Up. Stimmt. Was vergessen. Was leuchtet denn so, Mensch? Es fällt ihm ein. Da ist noch einer. Ein Wasserbike. Ich sollte aufhören, schwere Schläge zu machen, weil meine schwachen Schläge ziehen mehr ab als meine harten Schläge. Aua. Kannst du dich wieder heilen? Das wäre echt sweet von dir. So geht's auch. Da liegt sie. Ganz viele tolle Sachen. Monsteraugen, so ein Scheiß. Geil. So, erstmal Charakter aufbessern hier. Wir haben hier, glaube ich, letztes Mal noch was Neues gelevelt. Hier, genau das. Das können wir jetzt hier rein tun. Und ich glaube, ihr wollt nur noch hier was machen, ne? Ich glaube schon. Dann machen wir Entschlossenheit hier. Verbessern. Zack. Oh yeah. Leertaste aktivieren, was? Achso, ne, haben wir ja schon. Alles cool. Und du bist kampffrei, ja, das freut mich. Batz, ja. Feuer ins Leere. Du machst das gut. Achso, da hinten steht einer. Nicht auf mich schießen, Mensch. Hallöchen. Na? Was macht ihr denn da? Schönes Tänzchen, oder wie? Daneben. Aua. Du könntest mich eigentlich heilen hier. Wie wär's? Finde ich ein guter Plan. Du offenbar auch. Bist extrem begeistert von dem Plan. Das finde ich gut. Finde ich flott, dass du meinen Plan so unterstützt und kooperierst. Kaum ist eins tot, kommt das nächste. Ich kenne das Gefühl, glaub mir. Und wohin jetzt? Nach oben? Ja, es ist nicht mehr weit. Priscilla, wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersport kann in dieser Hinsicht helfen. Ja, vielleicht beim Lebenswillen, aber der Stimme dann wahrscheinlich nicht. Oder Rittersport schneidet sich seine Stimmbänder raus und pflanzt sie in Priscilla rein, das geht bestimmt. Garantiert. Mit Holzleim geht alles. Mit Holzleim geht wirklich alles. Benutzt man ja auch in der Medizin. Also, könnt ihr jeden Arzt fragen, hey, benutzt ihr eigentlich Holzleim? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto Holzleim. Besser. Warum? Der fehlt nirgendwo, in keiner Klinik fehlt der Holzleim. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Als wir Heilmittel. Ja, nicht Heilmittel, aber... Also gut, ne? Wir suchen die Leiche eines Zwergs, eines Schnitzers. Okay, eine Zwergenleiche. Das ist kein Zwerg. Die sieht nicht mehr gesund aus. Ist das hier ein Zwerg? Ist auch kein Zwerg. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Suchen wir weiter. Hier mal Dingens anmachen. Na, guck mal, hier ist noch Schnaps und alles hier. Bücher... Toll. Komm, machen wir kurz auf. Vielleicht ist es ja eine Quest. Oh, hier haben wir noch Quests oder so. Bandit. Aha. Mit Gefühl drohend, etc. Flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Ach so, das ist... das ist unser tolles Schauspiel. Ja, ja. Ja, das haben wir auch schon. Ja, ja, okay. Das kann ich noch lesen. Wunderbar. So. Da ist eine Tür.
Alter, das ist ja riesig. Muss ich denn hier lang oder war ich jetzt hier irgendwie... Moment mal. Meine Quest hat sich nicht mehr aktualisiert. Schwertern und Knödeln, das klingt auch sehr interessant. Jetzt oder nie. Welche ist es denn jetzt? Wo ich einsetze? Nee. Ach, keine Ahnung, Mensch. Fliegende Fäuste? Nee. Hier, das glaube ich, ja. Okay. So. Okay, wir haben kein Questziel. Okay, schade. Gehen wir hier durch. Und, Zaubertrick. Verdammt, das habe ich selber nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Das muss er sein. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht geschlechtsspezifisch. Suchen wir weiter. Oh. Ein Zwerg, aber die Hände nicht die eines Schnitzers, eher die eines Bankiers. Okay. Schwielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Ja, mal mit dem Kopf. Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Lecker. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da. Sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Okay. Ich weiß natürlich, was das ist. Tracheotomie mache ich jeden Tag. Vorm Aufstehen, nach dem Aufstehen. Ne? Standard. Kennt ihr bestimmt auch. Ich weiß schon genug, auf jeden Fall. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Ganz viele medizinische Fachbegriffe. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Ei. Ein Amphibienei. Von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung.
Formaldehyd. Eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an. Wir kommen noch zu den Genitalien, keine Sorge. Von einem Strick nicht. Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Ich trinke mal kurz. Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Okay, kommen wir zu den ersehnten Genitalien. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Oh. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Okay, also ich muss es wissen. Scheinbar, nicht Geralt. Der Mörder ist wahnsinnig. Ja. Ein Ritualmord. Also, da war so ein komisches Ei da drin. Und das Ei würde ich jetzt, da würde ich eine Strafe ausschließen. Warum sollte man da ein Ei noch da rein platzieren? Das klingt eher nach einem Ritual. Oder halt nach einem wahnsinnigen Dude. Aber das klingt zu langweilig. Von daher sage ich mal, einen Ritualmord. Es war eine Art krankes Ritual. Du hast ja gesehen, verbrannte Augenhöhlen, ein Hohlraum, wo das Herz sein sollte, ätzende Flüssigkeit. Alles dreht sich um Wärme, Hitze, Feuer. Ewiges Feuer. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Reck, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bring sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke.
Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich will dich nicht drängen. Danke. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist nur eine alte Wunde. Unverheilt. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Okay, fertig mit der Cutscene. Dann können wir jetzt ein paar Nachforschungen anstellen. Untersuche die Gasse, in der Priscilla angegriffen wurde. Untersuche den Ort, an dem der Schnitzer starb. Und finde den Leichensammler. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt. So herrliche Natur. Wobei der nächste Punkt ja hier ist. Gehen wir einfach mal hier. Was ist hier passiert? Monster müssen sie gejagt haben. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Ich hab mir den Finger gezeigt. Okay, täuschen können wir leider nicht. 200 Gold. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel, nachdem wir schon hier knapp 300 ausgegeben haben. Ich rate dir, mich nicht sauer zu machen. Sonst kannst du das Krematorium selbst besichtigen. Rühr mich an und du hast die Wachen am Arsch, ehe du bis drei zählen kannst. Wegen eines kleinen Scheißers wie dir? Kaum. Die sind schlau. Schlauer als du. Sie kennen Eustachius und wollen mich auf ihrer Seite wissen. Denn alle sterben eines Tages. Und ich bestimme, wo die Leiche landet. Im Grab, im Krematorium oder anderswo. Wir haben nicht die scheiß Täuschungsstufe 2. Ach komm. So wild bist du aufs Geld? Na schön, hier. Jetzt rede. Was hast du gefunden? Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Geh mir aus den Augen. Sofort. Toll. Habe ich jetzt 200 Gold für nix ausgegeben. Für den Namen von Priscilla. Toll. Okay. Wie viel Gold haben wir eigentlich noch? Ja, gut, wir haben noch über 4000 hier. Mensch. Das geht klar. Warum sind meine Hexersinne aktiv? Ich hab's gar nicht gedrückt. Da hinten scheint noch was zu sein. Gehen wir doch da erstmal lang. Kann ich hier durch? Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los!
Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein. Langsam. Sonst beißen sie.